Ihr macht alles freiwillig mit, ohne nachzudenken und zu hinterfragen, ja? Ihr tragt freiwillig diese Masken. Lasst euch einsperren, seht zu, wie das Grundgesetz über den Haufen geworfen wird und wollt euch ernsthaft irgendeinen Impfstoff rein in euren Körper initiieren lassen, der nicht mal richtig getestet wurde? Wie könnt ihr da nicht aufmerksam werden? Wie... Ja, auf Gentechnik basiert. Ich frage mich, wie ihr da nicht aufwachen könnt. Es wurde ein Lockdown gemacht, wo es hieß, bleibt alle zu Hause. Die Wirtschaft wurde komplett heruntergefahren und Existenzen sind kaputt gegangen. Menschen haben Selbstmord begangen, weil sie den Lebenswillen verloren haben. Und Menschen in Pflegehäusern und Krankenhäusern können ihre Familien nicht sehen, obwohl es vielleicht die letzten Monate für sie auf dieser Erde sind, ja. Und lebenswichtige Operationen werden beiseite gestellt und das alles wegen eines Virus, der nicht ansatzweise so schlimm ist, wie er dargestellt wird. Also das könnt ihr nicht ernst meinen. Und ich finde, wir sollten deswegen auf die Straße gehen und was dafür tun, dass das alles nicht passiert, ja. Also... Und zum Anstecken, ne? Ich persönlich kenne niemanden, wirklich niemanden, ob das jetzt Freunde sind, ob das Freundesfreunde sind oder ob das Freundesfreunde sind, so. Also ihr wisst schon, worauf ich hinaus will, ja? Und zum Beispiel der Friedrich Merz, der hatte Corona und hatte mit 80 Personen Kontakt und keiner von denen hat sich bei ihm angesteckt. Ein Kind, was 9 Jahre alt war, war auf Skifahrt oder so. Und hatte Corona und hatte mit 172 Menschen Kontakt und keiner hat sich angesteckt. Und ja, deswegen verstehe ich nicht, wie ihr euch so blenden lassen könnt von dem, was euch im Fernsehen erzählt wird, ja. Und zu dem Thema, ja, wir haben Angst, dass unser Gesundheitssystem zusammenfällt, ja. Also 2017 und 2018 wurden 45.000 Menschen alleine nur wegen Influenza ins Krankenhaus geschickt. Aber ihr habt Angst, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht? Das ist euer Ernst? Denkt ihr wirklich, dass ihr die Welt rettet, wenn ihr zu Hause sitzt und Netflix guckt und hier auf zu Hause und so? Also... was ich mit all dem sagen will, ist, bitte, 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 Jugendliche, informiert euch. Guckt nicht nur Nachrichten und was weiß ich, sondern informiert euch auch anderweitig. Ja? Wir müssen unsere Freiheit schützen und wir müssen vor allem unsere Gesundheit schützen und unsere Rechte und vor allem bin ich auf jeden Fall für den Frieden. Danke, dass ihr mir zugehört habt und euch noch einen schönen Tag.